Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Food Haul. Wie ihr seht, ich bin in meiner Küche. Ich war beim Lidl und beim Penny. Ich habe heute nicht so viele Sachen gekauft. Ich hatte ein bisschen wenig Geld dabei. Und habe so ein bisschen geschaut, was könnten wir gebrauchen, oder was brauchen wir definitiv, was könnten wir gebrauchen für die Woche, für den Essensplan. Den Essensplan packe ich euch hier mal hin. Ich mache das heute mal ein bisschen abgekürzter, das Ganze. Ich habe mir vorher keinen Einkaufszettel geschrieben, sondern habe gedacht, okay, Lidl und Penny, und dann gucke ich vor Ort, was es geben wird, beziehungsweise was ist gerade im Angebot, was gibt es irgendwie Schönes, und habe dann danach so ein bisschen entschieden und auch nach dem, was ich noch in meinem Kühlschrank habe. Heute wird es geben Hähnchen, also so kleine Hähnchenstückchen. Ich weiß noch nicht, ob ich die vielleicht paniere, mal gucken, vielleicht auch nicht. Ich bin ja so ein Fan von, die brauchen nicht paniert sein, und Mirko mag es gerne paniert, mal gucken. Mit Kartoffeln und dann einfach dazu Bohnen, die haben wir nämlich noch von letzter Woche. Und Möhren und halt einfach eine Soße. Genau, das gibt's heute. Morgen soll es einen Curry geben, da habe ich auch ein bisschen Gemüsekram für gekauft. Und ja, Curry mit Hähnchen und mit Reis. Da freue ich mich schon sehr drauf, ich liebe das immer. Richtig lecker. Mittwoch soll es Nudeln geben in so einer tomatigen Soße. Ich zeige euch die Soße gleich. Ich habe nämlich eine Fertigsoße gekauft. Ich habe nämlich noch so kleine Frikadellenbällchen da. Und ich wusste nicht, wie ich die sonst verarbeiten soll, außer halt so zu snacken. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich da eine Tomaten-Hackbällchen-Soße draus. Man muss ja so ein bisschen auch gucken, wo man mit seinen Resten bleibt. Donnerstag gibt es dann Linsensuppe für mich. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Die werde ich mir auch mittags dann schon machen, denke ich. Und dann gibt es sie für mich mittags und abends. Und vielleicht reicht sie auch noch für den nächsten Tag, weil das ist echt immer eine riesige Portion. Und für den Mann gibt es dann abends entweder, ich glaube, ich habe noch die Pizza, die ich neulich gekauft habe, oder ich habe sonst auch so kleine Pizzen für ihn. Also der kriegt irgendwas anderes, weil der mag nämlich, oder sagen wir mal so, er mag lieber was Ungesundes als eine Linsensuppe. So. Und dann habe ich mehr für mich. Finde ich auch gut. Freitag kommen ja die Kinder wieder. Und da habe ich beschlossen, dass es dieses Mal keine Fischstäbchen oder sowas gibt, sondern dieses, wie habe ich das neulich genannt, Meisterschule-Essen, was der Mann immer in der Meisterschule gegessen hat. Einfach Nudeln kochen, und dann werden ganz, ganz viele Zwiebeln angebraten. Dann, so ist meine Abwandlung, werden Bratwürste kleingeschnitten. Man kann die auch im Ganzen, aber ich finde es kleingeschnitten immer cool. Werden kleingeschnitten, auch mit zu den Zwiebeln, dann kommt eine braune Soße und dann ist es fertig. Ich finde, das ist eine fragwürdige Konstellation, aber in kleingeschnitten finde ich es dann ganz lecker. Und ich glaube, Mausi mag das auch ganz gerne, nur dass sie wahrscheinlich keine Zwiebeln dann isst, sondern nur Würstchen und Soße und so. Und ich glaube, Noel isst dann einfach nur Nudeln, weil er ein bisschen anders ist. Obwohl, braune Soße mag er eigentlich auch. Mal gucken. Genau, und Samstag, Sonntag habe ich noch nicht so wirklich mit eingeplant. Wir sind vielleicht Sonntag auf dem Geburtstag, das stellt sich noch raus, keine Ahnung. Und ich habe auf jeden Fall auch noch was gekauft, dass man vielleicht eine Käselauchsuppe irgendwas in die Richtung machen kann oder so einen Käselauch-Eintopf. Vielleicht haben wir aber auch noch irgendwas da, was wir aufbrauchen können. Mal schauen. Also da Wochenende sind wir noch ein bisschen offen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Einkauf. Wie gesagt, das ist gar nicht so viel. Ich bin so ein bisschen kränklich unterwegs. Da im Badezimmer liegt auch gerade mein Corona-Test. Ich warte noch auf das Ergebnis ein paar Minuten. Mal schauen. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass ich Corona habe, aber ich habe jetzt sehr viel mit Menschen zu tun gehabt in letzter Zeit ohne Maske, und ich bin so ein bisschen kränklich, und da macht man ja sicherheitshalber mal einen Test, ne? Gut. Vielleicht packe ich euch hier am Ende des Videos nochmal eine kleine Info rein, ob es positiv oder negativ ausgegangen ist. Mal gucken. Also, wir starten einfach mal mit dem wir immer starten, Brot. Einmal Toast für den Mann hauptsächlich. Wobei ich sagen muss, ich esse auch manchmal eine Scheibe Toast. So ist es nicht. Und dann für mich einmal dieses hier. Das ist übrigens beides von Penny. Ne? Das eine ist von Mike Mitchells, das hier ist von Bäckerkrönung, das Vital- und Fit-Brot. Das ist so richtig saftig irgendwie noch, und ja, das ist auch sehr, sehr lecker. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Obst- und Gemüse-Sachen. Da habe ich einmal Bananen mitgenommen, 4 Stück. Wir haben noch welche, aber ja, einfach schon mal für die ganze Woche. Dann habe ich so einen Beutel Koriander mitgenommen. Den möchte ich gerne in meinen Curry reinmachen und habe überlegt, ob ich dann einfach ein bisschen auch klein schneide und dann vielleicht einfriere in so einem kleinen Pot, weil ich brauche ja nicht die ganze Tüte für meinen Curry. Fand ich irgendwie eine ganz gute Sache.
Und das. Auch für mein Curry ist die Zucchini. Ich bin da immer so ein bisschen, ich mache da immer einfach irgendein Gemüse rein. Und in diesem Fall wird es Zucchini sein. Es wird eine Paprika sein, die da reinkommt in das Curry. Und Möhre. Und da habe ich hier so einen Beutel gekauft. Ich finde das gut, die sind nicht ganz so dünn, die sind ein bisschen dicker, sind auch nicht so viele. Und das passt perfekt für heute, für das Essen mit hier Kartoffeln und Gemüse und Fleisch. Da kommt halt auch Möhre dazu und morgen fürs Curry. Und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen was über für die Kaninchen oder für uns oder wie auch immer. Und ja, ist eine gute Portion. Genau. Dann habe ich als nächstes Äpfel. Da habe ich diesmal Honey Crunch genommen. Die hatte ich irgendwann schon mal. Ich glaube, die waren ganz gut. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Honey Crunch. Dann habe ich für dieses Essen, was noch in den Sternen steht, zweimal Porree bzw. Lauch mitgenommen. Mausi mag so Käse-Lauchsuppe oder sowas ganz gerne. Ich habe jetzt keinen Hack, aber das kann man ja immer noch organisieren. Und ich glaube, das wird ganz gut. Man könnte es natürlich auch mal vegetarisch machen. Das wäre natürlich auch interessant. Also für uns zumindest, für den Mann jetzt nicht. Oder ich verwende nicht alle Frikadellenbällchen und mache dann einfach das mit so Frikadellenbällchen statt mit Hack. Könnte man auch mal ausprobieren. Wie gesagt, ein bisschen Resteverwertung diesmal. Dann habe ich einmal Suppengrün mitgenommen mit so einem riesigen, geilen Stück Sellerie. Da freue ich mich richtig, dass das so groß ist. Und das Suppengemüse ist hauptsächlich für meine Linsensuppe. Da kommt halt eine Packung Suppengemüse rein und Linsen und Kartoffeln und Brühe, Wasser. Man kann auch noch Speck und Würstchen und so, aber ich mache das immer vegetarisch. Ich finde das vegetarisch leckerer. Genau. So, dann habe ich, die habe ich aber schon eingefroren, so Pizzen kleine gekauft beim Lidl. Pico Pizzi in der Geschmacksrichtung Schinken, weil die halt für den Mann sind. Sonst nehme ich immer eigentlich Salami, aber für den Mann ist Schinken ganz gut. Den kann ich ja schon mal hier Richtung Papiermüll werfen. Dann gab es beim Lidl, glaube ich, ja, Milboda ist Lidl, Bertha Mu Vanillepudding mit Schokoflecken. Es gab auch noch Schokopudding mit Vanilleflecken, habe ich gedacht, die kann ich mal mitnehmen, kann ich mal ausprobieren. Also ich will auch, möchte auch gerne auch, nochmal von vorne. Ich möchte auch gerne einen probieren, aber hauptsächlich sind die für den Mann. Mal gucken, ob er die mag. Für mich habe ich mitgenommen einmal Naturjoghurt in 0,1% Fett. Ich habe vor, auch wenn mir das wahrscheinlich nicht jeder glaubt, anhand dieses Einkaufs, und ich bin auch noch nicht sicher, wann ich das wieder machen werde, aber ich habe vor, auf kurz oder lang, irgendwann in diesem Jahr wieder mit Weight Watchers weiterzumachen. Ich freue mich auch schon drauf, das dann zu machen. Jetzt im Moment bin ich noch nicht so weit. Im Moment gibt es noch andere Themen, Prioritäten bei mir. Im Moment esse ich einfach zu gerne und ich esse zu gerne Blödsinn. Das ist Fakt. Ich esse gerne geile Sachen. Aber ich habe vor, wieder in die gesündere Richtung zu gehen im Laufe des Jahres. Und ich weiß aber, dass ich schlechte Laune kriege, wenn ich von jetzt auf gleich komplett nur noch gesund esse. So, ich hoffe, das ist eine Erklärung. Ich hoffe, dass, ja, dass ihr das versteht, wie ich das meine. Auf jeden Fall habe ich mir Naturjoghurt gekauft. Ich habe ja auch Banane. Und ich habe von Vitalis ja das Knusper und Pur weniger süß Müsli. Und damit kann man sich morgens super lecker ein kleines Bananenmüsli machen. Und da freue ich mich schon drauf. Und das ist halt sowas, was ich ganz entspannt mir morgens machen kann. Und dann habe ich nicht das Gefühl, ich verzichte auf irgendwas, weil ich ja weiß, dass es sehr lecker ist. Und das ist so mein erster Schritt wieder in die gesunde Richtung. An dieser Stelle könnt ihr gerne kurz applaudieren. Danke. So, apropos gesunde Richtung. Der Mann hat nicht vor, in eine gesunde Richtung zu wechseln. Der Mann ist, was das Essen angeht, auch sehr, sehr schwierig. Deswegen sind gewisse Kommentare von euch sehr lieb gemeint. Aber man muss hier irgendwie alle unter einen Hut kriegen in dieser Familie. Kinder, die versuchen, sich an etwas ranzutrauen an Essen. Kinder, die es komplett boykottieren, gesunde Sachen zu essen. Und ich muss dazu sagen, es sind halt auch nicht alles meine leiblichen Kinder. Und ich kann die Kinder nicht dazu zwingen, am Wochenende gewisse Sachen zu essen, wenn sie danach, das auf eine etwas andere Art und Weise bei ihrer Mama wiedergeben. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Hatchback-Familien wissen jetzt bestimmt Bescheid. Also wir versuchen es immer wieder, aber ich kann ihn auch nicht dazu zwingen. So, und dann isst er halt nur Nudeln. Ja, natürlich ist das ungesund, natürlich ist das eine scheiß Art und Weise, aber ja, da bin ich nicht der Verantwortliche in erster Linie, an erster Front.
So, und der Vater ist halt auch sehr anstrengend, was Essen angeht, das weiß er auch. Schatzi, wenn du dieses Video siehst, ich liebe dich sehr, aber du bist sehr anstrengend. Genau, und er ist nicht so der Typ, der sich mittags einen Salat mit zur Arbeit nimmt. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema 5-Minuten-Tarif. Denn er ist schon umgestiegen von externer Mittagspause auf 5-Minuten-Tarif. So, genug gelabert. Ich glaube, es ist jetzt auch genug Rechtfertigung für euch. Also, Nudeln in Rahmsoße. Zweimal mitgenommen. Muss ich euch, glaube ich, nicht genauer zeigen. Das ist die Eigenmarke von Penny, Theas Beste. Ich kann ja einmal hier so ein Pot zeigen. Das ist, ja, einfach so eine günstige. Ich glaube, 59 Cent kostet ein Topf. Davon habe ich jetzt noch zweimal Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln und so weiter. Dann habe ich noch zweimal Gulasch. Und dann noch zweimal Spaghetti Bolognese. Ist ja jetzt erstmal wieder eine Weile versorgt. Und dann ist es gut. Ich glaube, ein, zwei Töpfe haben wir auch noch im Schrank. Genau, das ist für den Mann. Dann hatte ich ja gesagt, dass ich Nudeln mit Hackbällchensoße und so machen will. Da habe ich, und die hatte ich schon mal von Lidl, von Combino, so eine Basilikumsoße. Und die fand ich echt lecker. Das werde ich mir ganz einfach machen. Ich werde die Nudeln kochen, dann werde ich diese Soße warm machen und die Frikadellenbällchen anbraten oder vielleicht noch klein schneiden. Mal gucken. Und dann kommt das darüber. Also das wird ein sehr, sehr einfaches Essen. Damals in einer Welt, in der noch nicht so viel über vegetarisch, vegan, super gesund, dies, das geredet wurde, da hat man das Kinderessen genannt. Also heutzutage kommt man wahrscheinlich in den Knast, wenn man das macht, aber ja, man hat es einfach Kinderessen genannt. Genau, eine Packung Soße habe ich mitgenommen, hier braune Soße. Dann gab es eine Packung Butter, da habe ich hier diesmal von Lidl, von Södergarden oder so eine Packung mitgenommen, ungesalzen. Ich habe einfach geguckt, welche die günstigste war. Und Streichzart. Dann habe ich von Lidl zweimal Lackschinken mitgenommen. Die sind von Dulano, den liebt der Mann ja. Und immer wenn ich bei Lidl bin, dann kaufe ich davon zwei Packungen. Einfach weil ich nicht so oft bei Lidl bin. Und ja, dann freut er sich. Dann habe ich noch Bratwurst gekauft. Eigentlich kaufe ich immer die dickere für das Essen, was wir planen. Aber hier sind, ich glaube, 10 Stück, oder? Ja, 10 Stück für 3,99 gewesen. Und das fand ich ganz cool. Und deswegen, ja, habe ich die mitgenommen. Und dann, vielleicht essen wir am Wochenende auch nochmal Bratwurst. Weil ich werde ja nicht die ganze Packung brauchen für unser Essen am Freitag. Und das ist dann vielleicht ganz praktisch. Dann kann man da nochmal wieder einen zweiten Tag von essen. Genau, dann habe ich hier auch so eine Riesenpackung Hähnchen-Innenfilet mitgenommen. Die benutze ich halt für heute als Fleischbeilage. Wobei, hauptsächlich für den Mann. Ich bin da immer nicht, also wenn ich Kartoffeln und Gemüse und Soße habe, dann bin ich schon glücklich. Und die restliche Packung werde ich dann morgen mit ins Curry reinschnibbeln. Dann habe ich noch einmal Folgemilch gekauft für den Sohnemann. Manchmal nehme ich beim Einkaufen einfach mal so eine Packung mit. Normalerweise ist es ja in meinem Rossmann oder DM-Hall oder so. Aber ich weiß, dass ich, die Packung ist fast leer, die Packung da hinten. Da ist halt nur noch eine und ich habe so gedacht, okay, um über die Woche zu kommen, nehme ich mal sicherheitshalber noch eine mit. Genau, dann habe ich jetzt nur noch, Milch habe ich noch, Milch, aber nur eine Packung diesmal. Ich bin im Moment irgendwie so, dass ich immer nur so von Packung zu Packung lebe, so ein bisschen. Ich glaube, eine oder zwei haben wir noch und dann kommen wir auch gut über die Woche, selbst wenn einer Cornflakes essen will oder übermäßiger Milchverzehr hier plötzlich geplant ist oder ich einen Pudding koche oder sonst was. Genau, dann habe ich einmal bei Lidl Bellona Milch- und Haselnussriegel mitgenommen für den Mann. Da hat er gesagt, dass er die ganz gern mag. Das ist halt genau diese hier, aber eigentlich sollte er die mögen. Die hatte er sich auch gewünscht, die Milchknirpse. Das ist so die günstige Schokobon-Variante von Lidl. Die hat er neulich zu mir gesagt, wenn ich bei Lidl bin, soll ich die auf jeden Fall mal kaufen. Und für mich habe ich gekauft eine Goldbeeren. Die war nämlich im Angebot für 69 Cent. Und jedes Mal, wenn irgendwelche Gummibärchen, irgendwelcher Kram im Angebot ist, sind niemals die originalen Goldbeeren dabei. Saftbeeren oder irgendwas Komisches, immer. Aber die nicht. Und jetzt war ich so glücklich, dass es sie gab, dass ich gedacht habe, komm, die muss ich jetzt mitnehmen. Einfach, weil es auch mal schön ist, wenn man auch mal wieder echte Goldbeeren essen kann. So, dann habe ich mir noch einen Durstlöscher Zitrone gekauft, weil der reduziert war und ich ihn haben wollte. Und einen 6er-Träger Zero Pfirsich, ja, Zero Pfirsich, Lipton-Eistee, mein Lieblings-Eistee. Und der war leider nicht im Angebot, wo ich so ein bisschen... Aber ich wollte unbedingt wieder den Zero-Eistee haben. Im Moment trinke ich übrigens, habe ich neulich gekauft, ich weiß nicht, ob ich euch das gezeigt habe. Und ich habe auf jeden Fall noch nicht so viel davon getrunken. Diesen hier mit so rosa, das ist Minze und Wassermelone. Ist leider nicht Zero, das stört mich ein bisschen.
Aber es schmeckt auf jeden Fall ganz cool. Also es ist ein ganz anderer Geschmack mal als sonst. Und ja, das hat noch einiges drin, weil ich ein bisschen zu wenig trinke. Das ist übrigens auch die Erklärung an dieser Stelle. Ich weiß, dass Wasser besser ist und ich weiß auch, Zero, bla bla bla, kann jetzt ja jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich trinke zu wenig, generell, ich trinke immer zu wenig. Ich schaffe es auch, im Dreivierteltag nichts zu trinken und abends im Bett zu liegen und dann, ach so, oh, trinken, ja, das habe ich vergessen. Und Eistee ist das einzige Getränk, wo ich es hinkriege, meine Getränkemenge am Tag, also, nee, eigentlich auch nicht, aber so einigermaßen hinzubekommen. So, und deswegen, das ist halt bei mir auch so ein Thema, willst du was Gesundes trinken oder willst du überhaupt was trinken? Ich trinke auch ab und zu mal ein Glas Wasser, also ist es nicht, dass ich nur Eistee trinke, aber es fällt mir schwerer, ein Glas Wasser komplett zu trinken oder mehrere, als einen Schluck Eistee zu trinken. Und das hat auch mit dem Geschmack zu tun, klar, und auch, dass ich das schon so viel getrunken habe, bla bla bla, ich bin schon versaut, dies, das, Ananas. Aber Wasser ist halt auch einfach langweilig. Und ich mag kein Wasser mit Kohlensäure. Das finde ich ganz widerwärtig. Da kriegt gefühlt Bauchschmerzen von. Und ja, so Leitungswasser ist halt... Mal finde ich es ganz toll. Und auch so nach dem Sport oder in der Nacht, wenn man Durst hat. Oder ja, wenn es super heiß ist, dann ist Wasser halt super. Aber im ganz normalen Alltag trinke ich halt gerne Eistee. Okay, das wird schon wieder ein Video, in dem ich mich sehr viel rechtfertige. Ich höre jetzt auf damit. Ich hoffe, der Rest des Videos ohne Rechtfertigung hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen. Und ja, vielleicht wird es nächste Woche wieder ein bisschen mehr mit meinem Kauf. Mal schauen. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss.